Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckert Hennig, Sitz und Techner in der Weißenhausstraße in Freiberg. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es wieder um Rechte, die mit Immobilienrecht zu tun haben. Deswegen ist Tobias Scholz bei mir. Herr Scholz, schön, dass Sie da sind. Danke, ich freue mich auch. Herr Scholz, wir haben eine Frage bekommen von einem Zuschauer. Und zwar geht es da um Schadenersatzansprüche. Kann denn ein Vermieter mit Schadenersatzansprüchen auch dann noch gegen den Kautionsrückzahlungsanspruch des Mieters aufrechnen, wenn bereits mehr als 6 Monate seit der Rückgabe der Wohnung vergangen sind? Es gibt ja da, glaube ich, eine Frist. 6 Monate sind vergangen. Wie ist da der Tatbestand? Genau, also das kann im Einzelfall problematisch werden. Nee, die Konfliktlinie baut sich immer so auf, die Wohnung wird zurückgegeben, der Vermieter stellt Schäden fest und sagt, Mieter, du musst die Schäden beseitigen oder mir Schadenersatz leisten. Der Mieter sagt, nö, mache ich nicht, nee, aus welchen Gründen auch immer. Es vergehen 6 Monate und da ist der Paragraph 648 BGB ein scharfes Schwert, der bestimmt, dass die Ansprüche des Vermieters wegen Schadenersatz aufgrund Verschlechterung der Mietsache, so heißt das technisch, in 6 Monaten verjähren und die Verjährungsfrist beginnt mit der Rückgabe der Mietsache. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt kommt es sehr oft vor, dass sich die ganze Abwicklung und der Streit länger hinzieht als die 6 Monate. Und dann klagt der Mieter, zumindest gehe ich davon aus, wenn er anwaltlich beraten ist, macht dann seine Kaution geltend gegenüber dem Vermieter. Und es kommt ganz oft vor, dass der Vermieter dann erst kommt und sagt, jawohl, jetzt habe ich aber noch Schadenersatzansprüche, die hast du nicht bezahlt und die rechne ich auf. Und jetzt gilt folgende Situation, prinzipiell wäre das möglich, Voraussetzung ist ja, beide Forderungen müssen sich in unverjährter Zeit gegenübergestanden haben. Das heißt aber, beide Forderungen müssen gleichartig gewesen sein, nämlich ein Geldanspruch. Und auch beim Schadenersatz des Vermieters gilt der Grundsatz der sogenannten Naturalrestitution. Er hat zunächst nur Anspruch darauf, dass der Mieter die Arbeiten durchführt. Zum Beispiel Schönheitsreparaturen durchführt oder einen Fußboden repariert oder andere Schäden beseitigt. Er hat ein Wahlrecht. Sagt, nein, ich will das nicht, ich will Geld dafür. Allerdings, und das ist genau der Knackpunkt dieses Falles, er muss dieses Wahlrecht auch ausüben. Er muss praktisch zumindest innerhalb dieser 6-Monatsfrist den Mieter mit einer konkreten Zahl zur Zahlung eines bestimmten Betrages, das meinte ich mit konkreter Zahl, auffordern. Tut er das nachweisbar, indem er zum Beispiel ein entsprechendes Schreiben fertigt, dessen Zugang auch nachgewiesen werden kann, dann kann er auch nach diesen 6 Monaten noch die Aufrechnung gegen den Kautionsrückzahlungsanspruch des Mieters erklären. Verlangt er immer nur schriftlich, ich möchte Schadenersatz wegen Beschädigung, Waschbeckenbeschädigung, Fußböden, nicht durchgeführte Schönheitsreparaturen und die 6 Monate laufen ab, kann er diese Aufrechnung im Nachgang nicht mehr erklären. Zu unserer zweiten Frage, und das ist ziemlich aktuell, auch hier gerade in Freiberg. Es geht um den Einbau eines Fahrstuhls. Vielleicht konnten Sie es in den Schriftmedien ja auch verfolgen. Herr Rechtsanwalt, ist denn eine Mieterhöhung wegen Modernisierung nach dem Einbau eines Fahrstuhls möglich, auch wenn der Fahrstuhl und bauartbedingt nur auf den Zwischenpodesten hält? Mieterhöhung, ja oder nein? Dann muss man ganz klar antworten, in diesem Fall ist eine Mieterhöhung wegen Modernisierung bezogen auf die Kosten für den Fahrstuhleinbau nicht möglich. Das ist entschieden von der Rechtsprechung, weil eine Modernisierungsmieterhöhung darf nur erfolgen, wenn der Mieter, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, einen Wohnvorteil von dieser Modernisierungsmaßnahme hat. Da mit einem solchen Fahrstuhl aber insbesondere keine Barrierefreiheit hergestellt wird, die Mieter müssen immer zwangsläufig durch den Halt auf den Zwischenpodesten noch eine Anzahl von Stufen überwinden, um in ihre Wohnung zu kommen, ist die Rechtsprechung der Auffassung, es stellt keine Modernisierung dar, mit dem Ergebnis, diese Kosten dürfen, egal in welchem Verhältnis, nicht auf die Mieter umgelegt werden. Auch wenn es für den Mieter einfacher ist, vom Erdgeschoss in den 3. Stock zu fahren, und wenn er im 4. Stock wohnt, das sind ja trotzdem 3 Etagen. Das langt für sich genommen alleine nicht.
sondern es müsste noch ein Mehr, es müsste noch ein Mehr dazu kommen. Also es ist ja im Prinzip vom Gesetzgeber eine Interessenabwägung zwischen dem wirtschaftlichen Interesse des Vermieters und dem Wohninteresse des Mieters. Und in dem Fall wird gesagt, genügt der Aufwand, den der Vermieter betreibt, nicht, um eine Modernisierungsumlage zu rechtfertigen. Oder anders gesagt, die Wohnwertverbesserung rechtfertigt das nicht. Also die von Ihnen angesprochene doch Erreichbarkeit zumindest des bestimmten Areals eines mehrgeschossigen Hauses. Das alleine genügt eben noch nicht, um die Schwelle zur Modernisierung zu überspringen. Und deswegen in diesem Fall keine Modernisierungsumlage. Also eine klare Aussage. Zu unserer letzten Frage in der heutigen Ausgabe, meine Damen und Herren. Und da geht es um eine Strafanzeige. Kann eine Strafanzeige gegen den Vertragspartner eines Mietverhältnisses ein Grund für eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung darstellen? Herr Rechtsanwalt, um welche Situation ging es da ganz konkret? Was für eine Strafe war das? Also prinzipiell muss man zunächst diese Frage beantworten mit Ja. Prinzipiell würde die Möglichkeit bestehen, das Mietverhältnis zu kündigen wegen einer Strafanzeige eines der Beteiligten. Allerdings nur dann, und jetzt, das ist die große Schwierigkeit, wenn diese Strafanzeige vorsätzlich falsch abgegeben wird, dann ist es ja selber ein Straftatbestand, die falsche Verdächtigung zum Beispiel, oder grob fahrlässig. Leichtfertig, sagt der Bundesgerichtshof, abgegeben wird. Im konkreten Fall betraf es wie so oft ein Mangelgebiet, in dem Fall unsere Hauptstadt Berlin, wo ein Eigentümer schon lange mit einer älteren Mieterin im Clinch lag und über viele Jahre schon versucht hat, diese Mieterin loszuwerden. Die Mieterin bekam dann aus heiterem Himmel Postsendung, Pakete zugesandt, die sie nicht bestellt hatte, teilweise E-Mail-Nachrichten übersandt mit obszönen Inhalten, anrüchigen Inhalten. Es wurden Bestellungen ausgelöst, in der die Kontoverbindung der Dame aufgeführt war und so weiter. Das führte dazu, dass die Dame eine Strafanzeige erstattete und sagte, sehr wahrscheinlich sei ihr Vermieter, also sie hat sich relativ weit rausgelehnt, sehr wahrscheinlich sei ihr Vermieter dafür verantwortlich. Das wurde untersucht. Später wurde das Verfahren auch eingestellt. Das spielte aber weniger eine Rolle, sondern der Vermieter wurde im Rahmen dieses Strafverfahrens auch vernommen und hat daraufhin der Frau gekündigt. Das zuständige Amtsgericht in Berlin hat der Kündigung auch stattgegeben. Im Berufungsverfahren vor dem Landgericht Berlin wurde das Urteil aufgehoben. Gesagt wurde, nein, es war nicht leichtfertig und die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen. Und der Bundesgerichtshof hat gesagt, nein, die nehmen wir nicht an, die Revision. Das Urteil ist richtig, das Berufungsurteil. Die Kündigung ist unwirksam und hat das zum Anlass genommen, grundsätzliche Ausführungen zu dieser Problematik zu machen. Und dann eben gesagt, es hängt an dem entweder vorsätzlich falsch, das konnte überhaupt nicht nachgewiesen. Und er sagt, das war auch nicht leichtfertig, weil nämlich aufgrund der Gesamtumstände, insbesondere, dass die Kontoverbindung dieser Dame mit angegeben war und bestimmte Sachen, die zum Beispiel von Dritten nur der Vermieter wissen konnte, weil er eine Einziehung, also ein SEPA-Mandat für dieses Konto hatte und dort Einziehung vornehmen konnte, hat der Bundesgerichtshof gesagt, das mag leicht fahrlässig sein, ist aber niemals grob fahrlässig oder leichtfertig, weil es gewichtige Anhaltspunkte dafür gab, dass das sein kann. Und deswegen hat er gesagt, diese Kündigung ist unwirksam. Aber prinzipiell muss man sagen, ja, es geht, aber immer der Einzelfall ist entscheidend. Das muss man dann sehr genau prüfen. Und genau in solchen Situationen, meine Damen, meine Herren, ist es durchaus sinnvoll, jemanden an seiner Seite zu haben, der sich damit durchaus auskennt. Herr Rechtsanwalt, vielen Dank für diese Informationen. Haben Sie weitere Fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann können Sie uns diese gerne zukommen lassen. Gerne postalisch an die Freiberger Adresse am St. Niklas-Schacht 13 oder gerne per E-Mail unter info@kanal9-erzgebirge.de.